Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, da hinten steckt unser Freund Jesper fest. Ich weiß nicht, wie lange er da jetzt feststecken bleibt. Ob er da irgendwie einen Weg findet wieder raus. Vielleicht muss ich nur weit genug von ihm weg sein. Ich weiß es nicht. Aber ich hätte das gerne irgendwie gelöst. Warte mal, so. Da hinten steckt er fest. Frag mich, wie wir ihn da wieder runterkriegen. Irgendwie. Ich würde gerne einen Drachenschrei oder so was machen, um ihn da irgendwie runterzupusten. Ah, er hat's geschafft. Okay. Perfekt. Jetzt stecke ich fest. So. Jesper, kommst du? Warte mal, was? Da steckt ein Vogel fest. Auch interessant. So, vor allem hier oben sind die ganz schön grau und gleich hier unten wird es wieder richtig grün. Jo, die Musik ist richtig schön, aber auch extrem laut gerade. Wir wollen in diese Richtung, hier über die Brücke. Ich bin froh, dass wir ihn haben. Jesper, hier entlang. Ich behalte ihn immer wieder im Auge. Warte mal. Lusheim. Herzler. Okay. So, Herzland. Ah, geht dahin. Okay. Dann grinst er mich erstmal an. Kommt mir verdammt nah und grinst mich an. Wir gehen jetzt mal in die Richtung. Ich fand das gerade richtig lustig. So, ich höre hier Wölfe. Boah, ich muss das ein bisschen leiser machen. Für mich. Also Game Sound ist bei OBS jetzt für euch nicht allzu laut. Also ich bin da Ticken lauter als das Game. Zumindest bei OBS. Ich muss das später in der Aufnahme nochmal mir ansehen, anhören. Aber für mich so die Kopfhörer, die sind sehr, sehr laut. Ist das. Da ist Ark. Alter, ist das riesig. So, das ist ein Myradenturm, glaube ich. Gähnt, zufrieden, erschöpft. Hat er einen Namen? Stadtwache. Hallo, Stadtwache. Kann ich eben kurz zum Myradenturm hoch? Wachturm entdeckt. Ach, kein Myradenturm, sondern ein normaler Wachturm. Wer ist denn das? Hey, ihr da. Ja, ihr. Hättet ihr einen Moment für ihn? Er wäre euch sehr dankbar. Wer wäre mir dankbar? Na, er. Kurmai Katsaortatakayabe. Gesundheit. Was wollt ihr? Eure Hilfe. Sagt, habt ihr gute Augen? Ich denke schon. Gut. Sehr gut. Also lasst ihn es kurz machen. Er benötigt Hilfe bei der Suche nach Eiern. Nach vielen Eiern. Und er will, dass ihr ihm helft, sie zu finden. Ihr seid ein Sternling, nicht wahr? Ein Halbsternling, ja. Aber er kommt nicht aus Anku, wie seine Brüder und Schwestern aus Nerem. Was er sehr bedauert. Diese Welt ist so schmutzig, so laut.
Aber tja, was soll man machen? Man ist, was man ist. Das klingt nach einer ungewöhnlichen Aufgabe. Sehe ich aus wie eine Henne? Es sind keine gewöhnlichen Eier, die ich suche. In vielen anderen Ländern wie auf Nerem oder Kyra werden sie zu Briefvögeln herangezogen. Wie die Myraden hier, bloß viel flinker und kleiner. Er will Briefvögel heranziehen für eine besondere Aufgabe, die er euch nicht verraten kann. Also, werdet ihr einem alten Sternling helfen? Die Urväter würden es euch vergelten, da ist er sich sicher. Warum könnt ihr mir nicht verraten, wofür ihr die Briefvögel braucht? Der Dank der Urväter hilft mir nicht sonderlich viel. Habt ihr auch etwas Nützlicheres im Angebot? Ihr wollt Groschen. Ja. Ja, hat er. Und er hätte sie euch ohnehin gegeben, wenn die Mission erfolgreich verlaufen wäre. Ihr könnt also beruhigt sein. Hämmervögel, Eier also in Ordnung. Aber wo soll ich die finden? Warum könnt ihr mir nicht verraten, wofür ihr die Briefvögel braucht? Ja, komm. Tja, das ist der Teil, wo eure guten Augen ins Spiel kommen. Hier in der Gegend fliegen genügend Hammervögel herum. Alles, was ihr tun müsst, ist ihnen mit eurem Blick zu folgen, bis sie in ihrem Nest landen. Und dort findet ihr dann die Eier. Kommt einfach wieder, wenn ihr welche gefunden habt. Und habt Dank. Gestartet der größte Eiersucher aller Zeiten. Kurmai am Wachturm vor 5, Wachturm vor 5, jetzt konnte ich immer zu Ende lesen. Oh, echt, Hunger. Ark. Majestätisch, nicht wahr? Ja, hat schon was. Boah, da will ich ja, Alter, da sogar... Ist das Sheogorath als Statue genommen worden? Sieht ein bisschen so danach aus. Heißt auch einfach Stadtwache. Boah, ich freue mich schon arg zu erkunden. Sei nachher oder Sunahar. Was steht denn da? Mithrael Vogelsang, der Poet singt in Arg. Gespielt werden meine zarte Frühlingsknospe, deine Lippen schmecken süß wie Kuchen. Nichts kann dein goldenes Haar beschreiben. Der letzte Titel. Du bläst wie eine Kriegsposaune. Morgen das 14. des Sonnenschimmers im tanzenden Nomaden. Ob Götterzunge, Eisesprang, Gefährtenglück oder Gardrang, Mirellas Alchemistenglück hat jedes Kraut, das euch entzückt. Malfasallee 13, glaube ich. Adelsviertel. Wie der mich angrinst, Alter. Okay. Wer ist denn das? Jäger. Und Bettler. Also Stadtwache. Bürgerin. Ich bin am Überlegen, zu diesem Theaterstück mal hinzugehen. Um mir das mal anzuhören, anzugucken. Ark Westhorn deckt. Wie hieß der Dorim Grenrad? Bettlerin? Oh je, noch eine erschöpfte Seele. Seid ihr euch sicher, dass ihr so weitermachen wollt? Ich meine, so? Wieso? Wie meinen? Ich sehe doch ganz genau, wie ihr euch plagt. Ihr könnt ja kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen, so erschöpft seid ihr. Und eure Rüstung? Puh, die muss doch Tonnen wiegen. Ich komme klar. Malfas sei Dank, habe ich genau, was ihr braucht. Jemanden, der euch die Reise erleichtert. Ein Reittier. Und wisst ihr was? Heute ist euer Glückstag. Denn wenn ihr mir bei einem gewissen Problemchen helft, dann bekommt ihr es sogar für lau. Oh, wir kriegen Pferd. 600 Groschen zahlen, verkauft ihr auch Pferde? Ich möchte eines kaufen. Was für ein Problemchen? Gnaldalf, ein Troll. Seit jetzt gut 2 Monaten höre ich ständig dieses blutrünstige, grausame Gegrunze in der Nähe des Hofs. Die Garde sagt, ich bilde mir das nur ein. Aber ich habe genug von der Welt gesehen, um Trollgeräusche zu erkennen, wenn ich sie höre. Am Anfang kam das Geräusch von hinten aus dem Wald.
Aber mit der Zeit ist es immer näher gekommen und ich bin mir sicher, dass er es auf meine Tiere abgesehen hat. Wie wär's also? Ihr tötet Gnaldal für mich und im Gegenzug bekommt ihr einen meiner besten Esel umsonst, Wirbelsturm. Wir kriegen die Esel. Er hält, was der Name verspricht. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Wie kann ich ihn finden? Wie kommt ein Troll bitte schön an einen Namen wie Gnaldalf? Klingelt der nichts bei euch? Gnaldalf, wie Gnaldalf aus dem Märchen Der Seraph und die Bestie. Klingelt bei mir nichts. In Anbetracht dessen, wie furchteinflößend sein Gegrunze klingt, erschien mir der Name passend. Aber nennt ihn, wie ihr wollt. Solange ihr ihn unschädlich macht, ist mir das egal. Gut, ich werde sehen, das was ich tun ist ziemlich leicht. Wartet einfach bis kurz nach Mitternacht und dann kundschaftet die Gegend aus und wartet, bis ihr von irgendwoher ein Grunzen hört. Glaubt mir, das kann man nicht überhören, leider. Und passt auf euch auf, die Biester sind nicht zu unterschätzen. Gnaldalf muss sterben. Bis Mitternacht warten und den Troll Gnaldalf der Königsbruch ausüben. Ja, wir gehen erstmal in Ark rein. Ich will die Stadt sehen. Ich will hier abkommen. Sodala, herzlich willkommen in Ark. Ich habe noch ein wenig zu tun und würde sagen, du kommst einfach zum Marktplatz, wenn du weiter zu Großmeister Thealor Arantheal und seinen Magiern willst. Thealor Arantheal, der ehemalige Großmeister des Götterordens? Ich dachte, der wäre seit Jahrzehnten in Gefangenschaft. Könntest du mir noch helfen, mich zurechtzufinden? Ich glaube, ich finde mich zurecht. Dann bis nachher. Thealor Arantheal, der ehemalige Großmeister, ich würde das jetzt mal fragen. Eingebuchtet von seinem eigenen Sohn Narazul, ja. Aber vor 2,5 Jahren ist er hier wieder aufgetaucht, in Begleitung einer Handvoll Magier, die an der Seite seines Sohnes gekämpft haben. Ulkig, ich weiß, aber so war es. Nur, dass ich das verstehe. Der Großmeister des Götterordens kam vor 2,5 Jahren hier zurück, in Begleitung seiner ehemaligen Erzfeinde? Richtig. Aber irgendetwas ist wohl geschehen, dass sie nun mit den ehemaligen Beschützern der Lichtgeborenen gemeinsame Sache machen. Und deshalb sind sie auch hierher zurück, wo der Orden seinen Ursprung hat. Du kannst dir vorstellen, was das für Wellen geschlagen hat. Viele Ordenshüter haben protestiert, manche wollten die Magier gleich köpfen lassen. Aber am Ende hat sich Arantheal durchgesetzt. Gefangenschaft hin oder her, der Mann hat sein altes Charisma nicht verloren. Das heißt also, Narazul, Arantheals Gefolge, lebt nun unter einem Dach mit dem Ordenshüter, auf Geist des Großmeisters. Das ist skurril. Wem sagst du das? Aber ja. Es heißt, dass diese Zusammenarbeit viel mit dem roten Wahnsinn zu tun hat. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, ich finde mich zurecht. Dann bis nachher. Bis nachher. So, ich will mich hier jetzt einmal umsehen. Innerhalb von Ark könnt ihr an Wegweisern schnell und bequem zwischen den einzelnen Distrikten hin und her reisen. Geht dafür einfach zu einem Wegweiser und interagiert mit ihm. Lass mich raten. Habt ihr einen Augenblick? Ich denke, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Ihr seid Händler, richtig? Zeigt mir euer Angebot. Was? Oh, natürlich. Ah, okay. So, kann ich ihm was verkaufen? Die behalte ich. Trankfestigen Psionik. Trank Mana wiederherstellen. Ambrosia behalten wir. Achtung. Alte Kristallmünze. Alte Vagabundenkapuze. Wie viel Gold hat er? Kann ich das sehen? Der hat genug Gold. Okay. Kann ich das hier verkaufen? Die 5 Stück. Bauplan Eisenhandschuhe. Die wiegen ja aber auch was. Bricht eines unbekannten Reisenden, Band 1. Dalsaker Honigwein. So, Dietrich. Eisenbarren brauchen wir aktuell nicht. Eisenclaymore. Wir haben einen Eisenclaymore. So, die Eisendolche können weg. Da können ein paar weg. Da kann einer weg. Eisenkriegsaxt kann weg. Eisenschild behalten wir. Eisenschlachtaxt weg. Enzyklopädie Arcana. Flöte kann weg. Wir können leider nicht spielen. So, die Handschuhe können weg.
Das kann weg. Warum haben wir einen Kelch dabei? So, die Lederhelme können auch weg. Lederstiefel. Pfeife kann weg. Wenn das Ziel innerhalb von 60 Sekunden stirbt, füllt es einen Seelenstein. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Die auch nicht. Ich bin nicht so der Dings. Knackt ein Schloss der Gesellenklasse. Ah, okay, den würde ich noch behalten. Schockschutztrank brauche ich nicht. Schuhe weg. Vagabundene Kluft können auch weg. Wie viel Gold hat er noch? Noch genug. Für 60 Sekunden werden eure Verzauberungen um 7% stärker. Lass ich jetzt mal sein. Zauberbuch, Lebensabsorption Rang 1, das haben wir schon gelesen, gelernt. Ach, Eisenschild haben wir ausgerüstet. Okay, dann kann der andere Schild. Und ja, okay, dann kann der hier weg. Und der hier weg. Okay, es ist eigentlich ganz einfach. Aber da ihr so freundlich wart, mir eure Aufmerksamkeit zu schenken, möchte ich mich erst einmal dafür erkenntlich zeigen. Ihr seid viel auf Reisen, richtig? Ich habe ein paar Handwerksbücher, über die euch sicherlich nützlich wären. Welches wollt ihr? Was bringen mir die Bücher? Lehrlingsbuch Alchemie, Alchemie plus 1. Lehrlingsbuch Handwerkskunst plus 1. Verzauberung. Ihr verschenkt eure Ware, wo ist der Haken? Es gibt keinen. Zufriedene Kunden kehren wieder. Und ich bin mir sicher, wenn ihr euch erstmal von der einwandfreien Qualität meiner Waren überzeugt habt, werdet ihr in eurem ganzen Leben keinen anderen Händler mehr sprechen wollen. Gut, das ist vielleicht etwas übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Was bringen mir die Bücher? Nun ja, was ihr Name verspricht. Sie vermitteln euch Wissen über eine handwerkliche Disziplin. Schmieden, Alchemie, dergleichen. Natürlich werden sie seltener und teurer, je besser ihr werdet, aber für den Anfang sollte eins der drei hier genügen. Ich glaube, ich würde auch in Richtung Verzauberung mal gehen wollen. So eine Rüstung, die wir auch verzaubert haben. Sehr schön. Sagt, wollt ihr euch vielleicht noch ein paar weitere Bücher oder Groschen verdienen? Es gäbe da etwas, wobei ich Hilfe bräuchte. Was meint ihr? Womit braucht ihr Hilfe? Machen wir es kurz. Ich habe ein Problem. Und dieses Problem ist meine Schwester, Sila. Wisst ihr, ich gehöre zu der Sorte Mensch, denen nicht alles vom Schicksal in die Hand gelegt wurde. Mein Heimatdorf, ein kleiner Ort namens Seeheim, wurde, als ich noch ein Kind war, von Banditen überfallen. Tja. Und sowohl mein Vater als auch meine Mutter kamen dabei ums Leben. Und warum genau interessiert mich eure Familiengeschichte? Oh, mein Beileid? Sind wir ein herzloses Arschloch, oder? Nee, komm. Ich muss wieder das, was ich hier immer auf YouTube und so verspreche, endlich mal auch wieder beibehalten. So, wir sind ein Arschloch, wir sind das Böse, so. Also in Spielen, wir schlüpfen die Rolle, also sind wir hier dann auch ein Arsch. Sie interessiert euch, weil sie für unsere Zusammenarbeit unabdinglich ist. Fakt ist, meine Schwester und ich sind unterschiedlich damit umgegangen. Während ich das Erbe unseres Vaters, das wir aus dem Dorf retten konnten, dafür benutzte, in seine Fußstapfen zu treten und ein Geschäft aufzubauen, schloss sie Gesellschaft mit den falschen Leuten, mit denen sie sich auch heute noch umgibt. Okay. Kurzum, sie ist eine Staubschnupferin. Tag und Nacht verbringt sie in irgendwelchen Spelunken der Unterstadt und verprasst den Rest unseres Vermögens für ihre Sucht. Ah, okay, so. Das wäre alles kein Problem, wenn durch die... Naja, die jüngsten Ereignisse auf der Welt das Geschäft nicht schlechter laufen würde als sonst.
Ich brauche unser Vermögen, und zwar das Ganze, um das Geschäft am Laufen zu halten. Mhm. Und warum schaltet ihr nicht einfach die Stadtgarde ein? Ich glaube, das funktioniert so nicht, nur weil die es versaut. Nur, dass ich verstehe, eure Schwester verprasst euer Geld für ihre Sucht? Sie ist eine Staubschnuffel? Was meint ihr denn? Glimmerkappenstaub, blaues Glück, Todespuder oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Eine der gefährlichsten Droge Vince. Und wo ist das Problem? Warum fragt ihr sie nicht einfach? Fragt ihr mal einen Staubsüchtigen nach seinem Geld. Die traurige Wahrheit ist, dass Sila, so heißt meine Schwester, gemerkt hat, dass ich meinen Teil des Erbes einfordern will. Und da das nicht in ihrem Interesse ist, hat sie den Schlüssel zu unserem Bankfach versteckt. Ich will, dass sie ihn für mich holt. Wie ihr das tut, ist mir egal. Aber wenn es euch gelingt, soll es nicht zu eurem Nachteil sein. Okay, na gut, ich helfe euch. Wie soll ich vorgehen? Erstmal solltet ihr versuchen herauszufinden, wo Sila den Schlüssel versteckt hat. Sie treibt sich für gewöhnlich im falschen Hund herum. Das ist eine Spelunke in der Unterstadt. Kommt zu mir, wenn ihr etwas gefunden habt. Okay, warte, ich will noch mal deine Was? Oh, natürlich. Was hat er eigentlich im Sortiment? Alte Vagabundenkapuze? Ich würde schon gern Kapuzen tragen. So. Was hat er sonst so im Angebot? Ein Hammer. Alchemie-Geselle? Alchemie-Lehrling? Fingerfertigkeit-Experte. Verbessert Fingerfertigkeit für Experte bis Fertigkeitsstufe 75. Kosten 1 Handwerkspunkt. Ah, okay. Er verkauft hier nur Bücher. Und halt den Scheiß, den ich ihm verkauft habe. Schwarzpulver, okay. Schwerer Lederharnisch. So, jetzt will ich aber hier mal richtig erkunden gehen. Was haben wir denn hier? Achso. Ich werde hier nicht gesehen, ne? Achso, ich darf das einfach so mitnehmen. Aber das kann ich nicht. Ark Fremdenviertel entdeckt. Arka Doppelbock. Wahlfrauen kämpfen für Freiheit, Frieden und den echten, rechten Weg. Kommt zur Stadtgarde. Was hat die denn da? Okay. Aber ey, Frauen dürfen hier auch kämpfen. Okay. So, dass Magien euch entbrennt, so hadert nicht einen Moment. Im Orden sollt ihr Kunde tun, will euer Herz in Frieden ruhen. Denn wer nicht lenken kann, die Gaben, dem wird sehr bald der Geist versagen. Okay. Hohenpriester Sepharon rezitiert die Heilige Schrift. Nee, danke. Tanz dich frei mit, Torhuti. Jede Dämmerung am Honigfluss. Boah, ich will hier erstmal alles sehen. Wo geht's hier wohin? Was gibt's denn hier alles? Ich kenne mich hier noch gar nicht aus. Hier haben wir einen Schmied. So, geht es euch gut? Ihr wirkt etwas durch den Wind. Und wenn nicht, was interessiert euch das? Hört, wollt eigentlich bei euch einkaufen. Weiß, ihr meint es gut, aber bitte, gerade nicht. Wirklich nicht. Gut, ich habe mich nur gefragt, ob ich vielleicht helfen könnte. Ach ja? Und wer seid ihr? Loram Wasserklinge, wieder auferstanden? Seien wir doch mal ehrlich. Heutzutage bedeutet helfen doch im Klartext, dass ihr euch eine Belohnung erhofft. Als würde es irgendjemanden in dieser Welt geben, dem es am Ende nicht nur um seine Groschen gehen würde. Dieser Mistkerl Golfu hat es bewiesen.
Bitte, ich... Lasst mich einfach in Frieden. Ihr bekommt gerade Wut ab, die ihr nicht verdient habt. Mir geht's aber um eure Groschen. Gibst du mir Groschen dafür, wenn ich mich darum kümmere? Wir nehmen jetzt irgendwie gefühlt jede Quest an. So. Lass mir raten, du hast auch eine Quest, oder? Hier sind Schmiede. Arbeiter. Adreu von Nif. Lyrische Ergüsse und andere Fluide. Wilde Poesie vorgetragen vom Dichter. Vor bis nach Sonnensenke in Adelsfeld. Okay, hier arbeiten irgendwelche Schmiede. Ehe, dass ich bei einem Kilen anheuer, trete ich nackt vor die Truchessa und singe ihr ein Liebeslied. Aber ich glaube nicht, dass der Truchessa gefallen würde. Was ich meine, bleib fern von kileanischen Händlern. Die lullen dich ein mit netten Worten und großen Versprechen und ehe du dich versiehst, hast du dein Kreuz unter einen Vertrag gesetzt, der dich dein Leben lang zu ihrem Sklaven macht. Oh, das ist aber nicht nett von denen. Wieso tun sie das? Weil sie ein raffgieriges Pack sind, dem Wegestreue und Ehrgefühl so fremd sind wie Kühen das Fliegen. Ich sag's dir, ich hab die Schnauze sowas von voll von diesen verdammten Lügnern. Wenn ich der Großmeister wäre, hätte ich die schon längst allesamt heimgeschickt. Oh, wie süß. Sorry, ich wollte die jetzt nicht unterbrechen. Aber guck mal, wie süß. Einfach mal hier kleine Küken. Die einen Eimer umgeschmissen haben. Oh, wie süß. Hühnernest? Ich darf die einfach nehmen. Das zählt jetzt nicht als Clown, oder wie? Ich lasse das trotzdem mal. Ich will, dass da noch mehr Küken sind. So, Handwerker? Hm? Was wollt ihr? So. Hm. Fremdländer. Hm? So, was mit ihm? Hm? Der mit seinem Blumenkorb am Hämmern? Madame. Malfass zum Gruß. Also, genau, Handwerk heißt er. Arbeiter. Geht weiter. Okay, hier ist schon stehlen. Was ist mit ihm? Achso. Wolfgar Rosa. Schaltet wohl, Madame. Madame. Hätte ich vielleicht doch einen männlichen Charakter nehmen sollen? Obwohl... Ihr da! Warum schaut ihr mich so dämlich an, hm? Wollt ihr Stress, hm? Ihr braucht mich gar nicht zu ignorieren. Was ist euer Problem? Ihr habt meine Gefährtin dumm angeschaut. Ich hab's genau gesehen. Entschuldigt euch auf der Stelle oder es gibt dick aufs Maul. Von mir. Wer ist eure Gefährtin? Entschuldigung, ich will keinen Ärger. Und darum übertreiben wir es nicht mit dem Alkohol. Angreifen, gut genug jetzt. Ihr braucht eine Abreibung. Ja? Und darum übertreiben wir es nicht mit dem Alkohol. Ihr verspottet mich. Das lasse ich nicht durchgehen. Wache, Hilfe. Ich werde von ihm angegriffen. Autsch. So, der muss jetzt aber gleich hinüberliegen. Ist ja schon gut. Lass mich einfach in Ruhe. Elende Schläger. Er wollte mich angreifen. Buchhalter Tibon. Hi, du hast Brot? Ihr da! Ihr seht doch aus, als könntet ihr einen ordentlichen Leib unvergleichlich duftendes, frisches Brot gebrauchen. Was macht euer Brot so unvergleichlich duftend und frisch? Naja, es ist eben frisch und gut und es duftet sehr. Was soll die Frage?
Entschuldige die Frage, aber habt ihr einen Sitz? Auch im Sitzen schmeckt unser frisches, duftendes Brot unvergleichlich. Eine wahre Wonne für jung und alt, für groß und klein. Überzeugt euch selbst. Okay. Oh, Brezeln. Hier gibt's Brezeln. Nice. So, Crematorte, Dattelkuchen. Weißt du was? Wir gönnen uns eine Brezel. Wir gönnen uns eine. Für Hel. Die freut sich. Boah, das muss ich ihr dann auf jeden Fall erzählen. So, in Enderal kann man Brezeln kaufen. Sie wird das sofort spielen wollen. Hier ist es wieder nicht mehr stehlen. Hier dürfen wir einfach bedienen. Arg Wachhaus. Apropos, nee, warte. Muss so. Ich habe wieder Lernpunkte und Handwerkspunkte. Objekte. So, wo haben wir die? Da haben wir eine Brezel. Sättigt für 300 Sekunden. Und sorgt für langfristige Lebensregeneration. Okay. Wir müssen öfters mal. Handwerksbuch Verzauberung lernen. Dieses Lehrbuch enthält für euch sehr fortgeschrittenes Wissen. Ihr könnt es dennoch verwenden. Jedoch wäre es sinnvoller, stets Lehrbücher zu lernen, die euren Können in der jeweiligen Fertigkeit. Wollt dieses Lehrbuch trotzdem lesen? Nein, okay. Verbessert schwere Rüstung für Lehrling bis Fertigkeitsstufe 25. Okay. Lehrbuch schwere Rüstung Lehrling. Na, hier. Ah, bis Fertigkeitsstufe 50. Psionik gesagt. Ah, okay. Da sind wir noch nicht. Also den sparen, aber den können wir nutzen. Okay. Habe ich hier sonst noch was? Zauberbuch Ahnenrufen Rang 1. Abzeichen der Apothekari. 2 Stück. Hätte ich vielleicht verkaufen sollen. So, den rüste ich auch mal wieder aus. Und den will ich behalten. Na, okay. Dann behalte ich das. Mit dem Schild. Dann will ich ihm wem eben noch die Claymore dann verkaufen. Anstand mehr, die jungen Leute von heutzutage. Keinen Anstand mehr. Was? Wer ist denn das? Holde Verehrer des knusprigen Geschmacks. Jauchzt vor Wonne, wenn sich eure Zähne in einem goldbraunen Leib stand die nicht vorhin hier? Versenken. So, okay, jetzt will ich aber mal hier hingehen. Ich will wissen, wo hier was ist. Zum tanzenden Nomaden. Brot! Kostet jetzt unser unvergleichlich duftendes, frisches Brot! Was? Interagieren Schatzjäger gesucht. Schatzjäger gesucht. Für einen Auftrag sucht die Schraube, Hut und Pfusch AG einen fähigen Mann oder eine fähige Frau, die sich auf das Aufspüren von Schätzen versteht. Bei ordentlicher Arbeit gute Bezahlung gewährleistet. Bei Interesse bitte im Gildenhaus Fremdenviertel anfragen. So. Hafen, Adelsviertel, Sonnentempel, Marktplatz, Unterstadt, Südviertel. Also, Marktplatz. Hier auch Marktplatz. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte springen. Von manchen anderen Games, die ich auch so zocke, verwechsel ich das mit den Tasten. Welche Taste für springen ist. Also das führt alles zum Marktplatz, oder wie? Laut einer alten indraläischen Legende haust in den tiefsten Tiefen der Unterstadt. So, und dann würde ich sagen, hier, das Gebiet
erkunden wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.